So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 17. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir wieder einen Blick uns auf die Märkte gönnen. Ja, und natürlich die etwas enttäuschende Vorstellung, ganz besonders der Big Tech Names gestern thematisieren. Die haben nämlich nicht so performt, wie ich das ursprünglich eigentlich skizziert hatte. Ich hätte tatsächlich, also mit Ausblick auf den heutigen großen Verfall, die 4700er Marke, ich hatte das gestern gesagt, auch die starke Reaktion auf die FED ja. Gestern haben wir es zum Thema gemacht im Morning Meeting, hätte ich eigentlich mehr Bullishness erwartet. Und dann hat sich offenbart, was für ein Problem das mit sich bringt, wenn eben die Performance hauptsächlich nur von den wirklichen Big Tech Names à la Apple beispielsweise getragen wird und die dann eben nicht so performen, wie man es erwarten würde und mit neuen Allzeithochs auf die Fed aufwarten, sondern tatsächlich sich mal etwas korrektiver zeigen. Und die Abschläge, ganz besonders im Nasdaq, dann haben eben genau das gestern offenbart und wir sind nicht auf der Oberseite durchmarschiert, sondern haben stattdessen eben eine Korrekturbewegung eingeleitet. Jetzt, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage der Fragen, setzt sich diese Korrekturbewegung fort? Ist doch ein bisschen so, in Anführungsstrichen, der Wurm drin, der Taper-Wurm, so müsste man ihn wahrscheinlich bezeichnen. Setzt sich jetzt in irgendeiner Form dort die Sorge durch, dass weniger Liquidität, die seitens der FED zur Verfügung gestellt wird, dass genau die es dann im Endeffekt sein wird, die uns hier schärfer korrigieren lassen wird, die dann auch einer Jahresendrallye in dem Fall, in dem Moment entgegenstehen, Weihnachtsrallye, Santa Claus Rallye, wie auch immer wir sie nennen wollen. Oder aber war das gestern einfach nur ein kurzes Durchatmen und hauptsächlich eben optionsmarktbedingt und Open Interest bedingt an der Stelle 4700 unterhalb dieses Levels wir jetzt aus dem Handel uns dann verabschieden und wir dann in die nächsten Tage hinein, besonders in die kommende Handelswoche hinein, ich muss mal ganz kurz, ja, 24. Also verkürzter Handel, den haben wir dann tatsächlich am Freitag schon. Zur Mitte der Woche dürfte wahrscheinlich allerspätestens am 22. das Volumen deutlich abnehmen. Und ja, bekommen wir dann vielleicht ausgehend von diesem Umstand wenigstens eine Aufwärtsdrift zu sehen. Und reicht es dann im DAX wenigstens irgendwie nochmal zu einem Heranrobben an die 16.000er Marke, zeitgleich eben der S&P, der sich dann über die 4.700er Marke in Richtung nochmal Allzeithochs bewegt. Ja, schauen wir einfach mal. Also aktuell stochern wir hier so ein bisschen im Dunkeln, im Trüben. Wir wollen auf jeden Fall einen Blick auf die Märkte, wie gesagt, uns gönnen. Wir werden einen Blick werfen natürlich auch auf Gold. Gold hat die 1.800er Marke zurückerobert. 1.810 rückt dort jetzt im Mittelpunkt des Geschehens. Also hier scheinen sich die bullischen Vorgaben tatsächlich jetzt zu entfalten, die ich ja schon in den letzten Tagen skizziert hatte. Bitcoin, beziehungsweise ganz besonders Ethereum, da ist jetzt tatsächlich es nötig, dass die Bullen aufbegehren. Also untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung übergeordnet. Auch auf den Kryptobereich werfen wir also einen Blick. Wir werden einen Blick werfen auf FedEx gestern nachbörslich Zahlen. Starke Zahlen, ehrlich gesprochen. Und jetzt allerdings in der Vorbörse überhaupt gar nicht spektakulär. Also mal gucken, ob die Aktie heute wirklich heiß wird. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Wir werfen einen Blick auf Rivian. Das ist ein Konkurrent, potenzieller Konkurrent von Tesla im Electric Vehicle Bereich. Gestern eher schwache Zahlen eben veröffentlicht nach dem jüngsten Hype, nach dem IPO, den wir zu sehen bekommen haben. Jetzt mit einem Drop zurück unter das 100er Level. Eventuell heute eher von der Shortseite, besonders wenn sich das übergeordnete Marktumfeld eben trüb präsentiert. Ja, also wir haben auf jeden Fall einiges noch auf der Agenda, trotz eines jetzt immer dünner werdenden Handels. Bevor wir offiziell starten, allerdings wie gewohnt hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden, mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst mit diesem vertraut, dann mit den Risiken, die mit dem Handel mit diesen Produkten einhergeht und dann beginne man Zwecks ab. Schätzen unter realen, in Anführungsstrichen, Bedingungen, allerdings mit einer Demo-Version, kostenlos und risikofrei. Schaue, ob das eben miteinander vereinbar ist. Und wenn man dann schlussendlich für sich entscheidet, ja, auch die Volatilität in den Märkten und entsprechend eben mit diesen risikofreien Produkten eignen sich für mich, ausgehend von meinem Risikoprofil, ist der Weg auch zum realen Handelskonto dann über markets.com/de natürlich machbar. Dort findet ihr unter dieser URL auch den vollständigen Risikohinweis. Darüber hinausgehend gerne alle Informationen zu den darüber hinausgehenden Finanzprodukten, physische Aktien beispielsweise, aber auch ETFs, natürlich auf der Webseite verfügbar. Unter dem Kürzel oder Begriff bekannt Multi-Asset Brokerage. Darüber hinausgehende Informationen gerne bei Elena erfragen, auch gerne per E-Mail. Mich kontaktiert gerne, wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt. Erstmal hier natürlich im Livestream während des Morning Meetings, darüber hinausgehend auch gerne via Kommentaren unterhalb oder Fragen dann unterhalb dieses Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut. Kontaktiert mich gerne über Twitter, @JensKlatt.
FX. Kontaktiert mich gerne über meine Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es täglich eine Trading-Chatbox, die ich für euch aufsetze, wo ihr euch dann entsprechend mit mir, aber auch anderen gleichgesinnten Tradern austauschen könnt zu den Märkten und zu euren jeweiligen Assets, die euch interessieren. Schaut gerne in der Discord-Community vorbei. Was haben wir noch? E-Mail hatten wir, glaube ich, schon. Ja, und das wäre es dann soweit erstmal zur Einführung gewesen. Hier einmal die MarketsX-Handelsplattform. Wir sehen, der DAX rollt hier so also ein bisschen über. Wir blicken auch auf die EZB natürlich gestern. So wirklich Spektakuläres hat die jetzt nicht geliefert, aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Sorge, dass man dem Inflationsdruck entgegentritt. Dass man dort vielleicht eine schneller als erwartete Reduktion der Anleiheaufkäufe, die jetzt nicht wirklich kommuniziert worden sind, wir schauen gleich nochmal ganz kurz in meine Timeline bei Twitter, um das zusammenzufassen. Es gibt wohl keine Zinsanhebung in 2022, also eigentlich ist alles so kommuniziert worden, wie man es hat erwarten dürfen. Nichtsdestotrotz, es ist eben nicht mehr, in Anführungsstrichen. Und das ist das, was eben so hauptsächlich das Fuel vielleicht auch für den Markt ist, das Benzin, was eben diese Aufwärtsbewegung hier treibt und weswegen wir dann gegen die 15,7 gestern erneut übergerollt sind und keine weitere Bullishness gesehen haben, in Ergänzung zu dann auch den Abschlägen, die sich besonders über den US-amerikanischen Markt begonnen haben, hier zu zeigen. Und in dessen Mittelpunkt jetzt doch die 15.500er Region rutscht, wo wir dann bei einem Drop unterhalb eben sogar nochmal den Bereich um die Wochentiefs verlaufend um 15.430 roundabout eben anlaufen können. Wir sehen grundsätzlich neutrales Umfeld. Wirklich eintrüben würde sich das Bild eigentlich erst unterhalb von 15.4, wie wir es hier erkennen können. Schauen wir einfach mal. Wir blicken gleich drauf. Ich gucke einmal hier im Hintergrund, ob alles gut gestreamt wird. Einen Moment. Ich glaube, das hatten wir schon mal zum Thema gemacht. Ich kann das nochmal ganz kurz nachschauen, und zwar die Frage danach, wann die Optionen verfallen. So, jetzt habe ich das hier kurz geupdatet. Ja, großartig. Und dann verschwindet die Frage. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Also, was geben wir denn mal noch ein? Time Expiration. Options CME S&P. S&P 500. Mal gucken, uns das hilft. Was haben wir hier? Weekly Options, Quarterly Options, ja, What Time? Da. 4 p.m. Eastern, also 22 Uhr unserer Zeit. Also das könnte sein, dass wir heute einen verhältnismäßig volatilen, choppigen Ausgang zu sehen bekommen und dann eben ab nächster Woche, sobald dieser Verfall dann durch ist, entsprechend sich der Handel wieder volatiler in Anführungsstrichen oder beziehungsweise unabhängiger von dem Optionsmarkt hier an dieser Stelle darstellt. Also hier 4 p.m., 4 p.m., verzeihung, 4 p.m. Eastern heißt 22 Uhr unserer Zeit, weil da 6 Stunden aufgeschlagen werden an dieser Stelle. So, ja, also gut gestreamt. Hier passiert auch, hier kommt auch alles an. Guten Morgen habe ich hier auch geschrieben. Sehr schön, ja. Sehr gut. Also da, wo Guten Morgen steht, da könnt ihr eure Fragen dementsprechend stellen. Also blicken wir machen kurz Folgendes. Einen Moment, mach mal eben meinen Twitter-Feed auf und dann fahren wir auch ein bisschen nach unten. Und hier in diesem Zusammenhang, ganz kurzer Blick darauf, wie die EZB sich gestern positioniert hat. Also, Net Buying Under Pandemic Program will end in March. Das heißt also, dass das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verabschiedete Anleiheaufkaufprogramm soll wie geplant auslaufen im März nächsten Jahres. Wir haben hier ECB to boost App Pace, also App bedeutet Asset Purchase oder Asset Pandemic Purchase Pace to 40 Billion in Second Quarter. Also das bedeutet, dass man aber dennoch weiter Anleihen aufkauft, um eben entsprechend die Situation am Zinsmarkt, crashig, am Schuldenmarkt und auch in Bezug auf den Leitzins eben weiter kontrolliert, planen zu kontrollieren über entsprechende Anleiheaufkäufe. Wie erwartet, keinerlei Veränderung im Zins. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Das, was interessant war, dass der Markt beginnt jetzt so ein bisschen natürlich einen restriktiveren geldpolitischen Kurs irgendwie zu antizipieren. Also es hat sich irgendwie wiedergespiegelt, dass man hier erwartet, dass über das Jahr 2000 und 22 hinaus sich ein restriktiverer geldpolitischer Kurs auch aus zinstechnischer Perspektive abzeichnet. Ähnlich dem, was vielleicht gestern seitens der Bank of England gelaufen ist. Ich habe das gar nicht zum Thema gemacht. Gestern, die hatten auch eine Notenbankentscheidung und überraschenderweise war es so, dass
dass wir dort eine Zinsanhebung von 10 Basispunkten auf 25 Basispunkte zu sehen bekommen. Also 0,1% auf 0,25%. Und das war der Haupttreiber. Also hier ganz kurz der Blick auf British Pfund. Das war der Haupttreiber dafür. Für diesen bullischen Stint. Allerdings muss man auch sagen, das ist eine Zinsanhebung gewesen, die, naja, größtenteils erwartet wurde. Also der Markt zumindest mal, wenn man sich die Spekulationen am Terminmarkt angeschaut hat, dann konnte man schon, oder auch an den Swap-Märkten, konnte man schon erkennen, dass da eine restriktivere geldpolitische Haltung sich irgendwie abgezeichnet hatte. Allerdings, was ich erstaunlich fand, erst ehrlich gesagt, und weswegen das auch gar nicht so sehr bei mir auf dem Schirm war, die Reaktion alles in allem, die sieht zwar stark aus, aber ist dennoch verhalten. Also wir haben hier aus dem Stand 1,3280 haben wir einen Sprung gesehen, nachdem das angekündigt worden ist, von etwa 50 Pips an dieser Stelle. Also an der Stelle 1,3280 auf 1,3330 roundabout toppten dann aus etwa noch weniger als 100 Pips eigentlich. Also hier um 33,70 rollten dann über und haben im Abend hinein eigentlich schon fast gesehen, dass wir komplett diesen initialen Pop auf der Oberseite wieder abgegeben hatten. Sehen jetzt, dass wir uns gegen die 33 stabilisieren. Das sind natürlich alles in allem, besonders auch vor dem Hintergrund des größtenteils wahrscheinlich schon eingepreisten geldpolitisch restriktiveren Kurses seitens der Fed, ist das natürlich etwas, was kurzfristig in Ergänzung dann auch zu der bärischen Saisonalität, in die wir jetzt übergehen im US-Dollar, dazu führen dürfte, dass wir ehrlich erstmal eine Gegenbewegung eben einleiten, die uns dann in Richtung eben hier der 1,34er-Ring Initial, machen das mal ganz kurz anders, das ist mit Grün ein bisschen schwierig, weil das nicht eine Widerstandsregion ist. So. Also das ist dann so ein erstes potenziell anzuvisierendes Kursziel hier auf der Oberseite. Zack. So, das ist ungefähr der Bereich um 1,34. Wenn wir den rückerobern, dann könnte sogar ein tieferer Bounce, obere Abwärtstrendkanalbegrenzung hier in 1,36er-Gefilde denkbar werden. Aber in Summe muss man sagen, ist das jetzt nicht irgendetwas, was irgendwie ein Game Changer wäre. Also bezüglich des britischen Funds, da bin ich noch ein bisschen auch längerfristig wahrscheinlich optimistischer. Einfach durch nach dem Brexit eben größere Flexibilität ausgehend von eben diesem sich trennen in Anführungsstrichen von diesem bürokratischen Monstrum EU, dass man eben wesentlich flexibler auch jetzt auch ein sich entsprechend wie soll ich sagen, konjunkturell eintrübendes Bild reagieren kann, auch ganz besonders ein attraktives Umfeld oder beziehungsweise ein attraktives Angebot schaffen kann für kleine bis mittelständische Unternehmen, die dann eben in diesem Zusammenhang ihr Business oder ausgehend von dieser bürokratisch attraktiveren Umgebung einfach in Großbritannien aufziehen und wodurch Großbritannien dann im europäischen Kontext betrachtet einen Wettbewerbsvorteil vielleicht hat und dadurch Kapitalzuflüsse sieht, die britisch Pfund besser performen lassen dürfte als beispielsweise den Euro. So würde ich das tatsächlich interpretieren. Aber summa summarum ist es zunächst einmal erst so, das ist jetzt erstmal primär eine technische Reaktion. Und dieser restriktivere geldpolitische Kurs, der ist vielleicht dort auch jetzt erstmal dem Umstand geschuldet, dass man eben ja, auf diesen deutlich sich anziehenden, ansteigenden Inflationsdruck eben zunächst einmal reagiert. Wie gesagt, das ist etwas, das könnte man auch erwarten, sollte man vielleicht erwarten in irgendeiner Form, wie gesagt, hier für den Euro, weil man dieser aktuellen inflationären Entwicklung natürlich entgegentreten muss in irgendeiner Form, um nicht vollständig die Kontrolle fast schon zu verlieren über die Währung. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist allerdings, dass du es dir nicht erlauben kannst eigentlich. Es gab gegen diese eher expansive Entscheidung, ja, so darf man sie, glaube ich, legitim bezeichnen, gab es Widerstand. Ich hatte gestern noch dann gesehen, ich gehe mal ganz kurz hier auf den, wo haben wir den jetzt hier, auf den Walter Bloomberg, der hatte gestern dazu nämlich noch was geschrieben gehabt, was getwittert gehabt. Ich muss mal jetzt mal ganz kurz gucken, 14 Stunden. Exxon. Apple. S&P. Hier. Da gab es Gerüchte, die dann die Runde machten. Governors of Belgium, Austria and Germany. Also aus Belgien, aus Österreich und aus Deutschland kamen von Seiten der geldpolitischen Stimmberechtigten, von den Notenbankern aus diesen Ländern, kam Widerstand gegen die Reinvestments hier.
dieser Anleiheaufkäufe, die dann eben auslaufen, die dann allerdings die entsprechenden Beträge reinvestiert werden sollen, um weiter geldpolitische Unterstützung eben hier zu bieten. Und es nicht zu einer nicht nur Rückführung dieser Anleiheaufkäufe kommt, sondern ergänzend dazu auch zu keiner deutlichen Reduktion der EZB-Bilanz in diesem Zusammenhang. Also dass weiter dieser massive geldpolitisch expansive Kurs weitergefahren wird. Also es gab diese Gegenwehr, ja, aber man kann sich das ja ungefähr vorstellen. Also wenn Deutschland irgendwie Gegenwehr da äußert oder sonst dergleichen, da haben die irgendwie mit Wattebäuschen oder sowas geworfen wahrscheinlich. Und das macht sich in der medialen Berichterstattung gut, aber dass da in irgendeiner Form, dass das alte restriktive Handeln der Bundesbank, ausgehend wovon ja die EZB ursprünglich mal aufgesetzt wurde vor langer, langer Zeit, dass das in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig, dass das, wie gesagt, sich in der äußerlichen Darstellung, dass sich das irgendwie gut macht, ja, und dass man da irgendwie ja, Widerstand sich erheben sieht, aber wie genau sich der darstellt, weil die EZB im übertragenen Sinne sowieso macht, was sie will. Ob das jetzt mit deutscher Verfassung beispielsweise in Einklang läuft oder sonst dergleichen, das spielt da ja schon lange keine Rolle mehr. Und deswegen ist das eine nette Formulierung an dieser Stelle gewesen, aber dass sich infolge dieses Widerstands, der sich dort aus diesen drei Nationen hier äußert, dass das in irgendeiner Weise dazu führt, dass ein restriktiver geldpolitischer Kurs sich abzeichnet oder sonst dergleichen, davon ist nicht auszugehen. Ganz zu schweigen davon, dass wir natürlich auch dann wiederum als Bundesrepublik ein Riesenproblem haben, diese Unmengen an Schulden eben irgendwie stemmen zu können, ausgehend von der auch sich deutlich konjunkturell eintrübenden Situation und jetzt auch beginnen eben von natürlich diesen Niedrig-Nullzinsniveaus und diesem expansiven geldpolitischen Kurs zu profitieren, dass uns eben dieser Schuldenberg nicht so belastet, dass er an der Stelle eben dann auch dramatische Auswirkungen eben auf die Bonität der Deutschlands eben an dieser Stelle hat. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Haltung zu sehen bekommen, die in der Form auch hat erwartet werden können. Wir sehen hier 13,45, das ist ungefähr zusammenlaufend. Gab es einen kurzen Spike über das 1,13er Level, der ist allerdings relativ zügig wieder abverkauft worden. Drifteten jetzt dann wieder in Richtung und über das 1,13er Level. Ich glaube allerdings weniger, dass das Euro stärker ist oder dass das irgendwie antizipieren als restriktiven geldpolitischen Kurs, also als aktuell eher an erster Stelle eine US-Dollar-Schwäche, die ich hier ausmachen würde. Die spiegelt sich dann auch in der Form wider, dass wir beispielsweise bei Gold entsprechend hier diesen bullischen Run haben seit der Fed. Also das ist offensichtlich. Da gab es diesen kurzen Flushout auf der Unterseite, Attacke auf die 57 und seitdem ein starker Aufwärtstrend, der uns jetzt auch zurückführt hier über die 1800er Marke und diesen Widerstandsbereich dort von Ende November, 26. 30. November, also 1810 ungefähr in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und sobald wir diesen überwinden können und uns oberhalb auch stabilisieren können, sind eigentlich dann auch die Vorgaben für Gold bullish für die nächsten Wochen auch. Das ist begünstigt auch durch die entsprechende Saisonalität. Und dann sind weitere Aufschläge eben erwartbar, die uns erstmal zurückführen dürften in diesen Widerstandsbereich, den wir ja schon fast gebrochen hatten, nachdem die Inflationszahlen Anfang November aus den USA hier diesen Break über die 8,30, 8,35 initiiert hatten. Dann hat sich das als Fehlausbruch herauskristallisiert. Das bleibt natürlich jetzt als Orientierung an der Stelle. Hier bleibt das natürlich für uns ein relevanter Bereich. Und sobald wir den rausnehmen, sofern es gelingt, sobald dieser rausgenommen würde, wären weitere Aufschläge denkbar, die uns dann Richtung 8,70 und darüber in Richtung der 1900er-Region führen könnten. Mal schauen, ob das in den nächsten Wochen etwas wird. Grundsätzlich bleiben die Vorgaben auf jeden Fall oder sind für Gold am ehesten noch bullish hier tatsächlich im Gesamtkontext. Und es könnte sein, dass sich da jetzt auch vielleicht so eine Art, ich sag mal, bullische Outperformance vielleicht in Gold herauskristallisiert. Und ja, die Devise lautet im übertragenen Sinne breiter Dip. Mal schauen, ob dieser Dip dann überhaupt. Okay, das ist nicht so gut. Ob sich der überhaupt herauskristallisiert. Ach so, ja, kurz noch einen Blick. Einen Moment. Jetzt hat er sich hier aufgehakt, aufgehängt. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Irgendwie hier. Ich noch mal einen. Okay, so. Also, buy the dip bedeutet an der Stelle nochmal eventuell ein Retest der aktuell sich herauskristallisierenden Ausbruchregion. Das entspräche, die zweckentfremde ich mal hier ganz kurz die Linie. So. Das entspräche vielleicht nochmal einem Rücksetzer hier auf diese Region, diese ehemaligen Hochs. Das ist so der Bereich 1790. Und dann von dort entsprechend eben
Long Push Ziel 8,30 ungefähr. Wobei, ja, Stop läge wahrscheinlich so um 7,80. Also ich würde ihn relativ eng legen, weil ich bei einem erneuten Unterschreiten und Rutsch in diesen neutralen, charttechnisch neutralen Bereich ungerne Long wäre an der Stelle. Also sprich, ich habe 7,90 Long, 7,79 wäre wahrscheinlich mein Stop-Ziel auf der Oberseite, erstmal 8,30. Und würde dann auch versuchen, tatsächlich um den Kern herum zu traden. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich einen Teil als Momentum Trade eben initiieren würde mit Ziel 8,30. Sollten wir gegen diesen Bereich initial dann erstmal abprallen, nochmal einen Rücksetzer auf die 8,10 zu sehen bekommen, dann könnte man überlegen, dass man diesen initial gegen diesen Bereich rausgenommenen, diese Position, dass man diese wieder aufbaut, neu, während man eine andere Hälfte kontinuierlich hält mit einem, mit dem Ziel, dass es in den kommenden Wochen, vielleicht in den kommenden anderthalb Monaten, über den Monat Januar zu einer Rückeroberung eben der 8,30 kommt mit Ziel 8,70 und dann darüber 1.900 US-Dollar pro Feinunze. Und ja, also so würde ich aktuell die Situation in Gold tatsächlich einschätzen. Das ist, wie gesagt, eine starke Reaktion aktuell, ein relativ klares Signal, was hier gesendet wird durch die Attacke auf die 8,10. Sollten wir jetzt nochmal einen kurzen Retest dieser Region zu sehen bekommen, dann wäre das ein ganz interessanter Bereich, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, den man dort für Long-Engagements in Betracht ziehen könnte. In Bezug auf Silber ist die Situation natürlich jetzt ähnlich brisant, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter tatsächlich. Und zwar hat sich nämlich jetzt herauskristallisiert, wie ihr erkannt habt, wir haben zum einen, ich ziehe mal ganz kurz den Chart erstmal hier übergeordnet, damit wir das mal einordnen können, gegen welchen Bereich wir jetzt hier einen Support gefunden haben. Ne? Also da gab es diesen kurzen Flashout-Moment, diese Attacke in Silber auf der Unterseite, diese Tiefs hier um allerdings 21 rund gesprochen, 21, 21,50 haben verteidigt werden können. Jetzt kommt es zu einer starken Gegenbewegung und nicht nur, dass es zu einer starken Gegenbewegung kommt, sondern wir sehen jetzt auch einen ganz klaren sogenannten Change in Character. Wir sehen, dass diese Abwärtssequenz, die sich hier herauskristallisiert hat, nach diesem Überrollen, das war Mitte November ungefähr im Bereich so um 25 und diese Abwärtssequenz, dass die jetzt hat gebrochen werden können. Also diese Trendlinie ist ganz klar gebrochen worden, diese blaufarbende. Und der gestern von mir thematisierte Bereich um 22,50, der wird aktuell auch attackiert. Das ist diese Region hier. Und derzeit zeichnet sich so ein wenig ab, dass wir es offensichtlich schaffen, uns oberhalb zu stabilisieren. Also ich würde gerne vielleicht noch abwarten. Ich weiß noch nicht, ob ich heute da unbedingt aktiv werden wollen würde. Ein Tagesschluss oberhalb wäre allerdings schon ein sehr klar bullisches Signal meiner Einschätzung nach, welches dann auch den Weg in den kommenden Wochen Hand in Hand gehend mit der bullischen Erwartung hier für Gold Richtung der 200-Tage-Linie mindestens, also der 25er-Region, freisetzen würde. Und wir haben, und das ist das, was jetzt dabei so interessant ist, wir haben da ein relativ klares Level, gegen das wir auch hier riskieren können. Sollten wir nämlich uns oberhalb von 22,50 halten, dann würde ich oberhalb, Entschuldigung, nicht oberhalb, sondern unterhalb dieser Konsolidierung hier, so ungefähr bei 22,35, vielleicht sogar bei 22,30, so in dem Bereich, mit roundabout 20 Cent Risiko arbeiten und hätte dadurch natürlich ein phänomenal attraktives CRV, weil wir gehen auf der Oberseite auf die 25 bei so einem Trade. Das heißt also, wir würden an der Stelle 20 Cent riskieren für 2,50 Dollar, ein CRV von 12, 13 zu 1 tatsächlich. Also das scheint mir durchaus ein interessantes Szenario zu sein hier, besonders wie gesagt, wenn der Wochenschluss oberhalb eben der 22,50 gelingen sollte. Ja, also Martin schreibt gerade, Euphorie ist verflogen. Darauf werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick. Also, einer der Hauptgründe, jetzt im Falle von DAX, jetzt hatten wir den zum Thema gemacht, für diese Abwärtsdynamik ist natürlich hauptsächlich getragen durch dann gestern diese Korrekturbewegung oder diesen Abgabedruck, den wir einerseits im S&P zu sehen bekommen haben, aber andererseits, oder ganz besonders vielleicht, so muss man es eher sagen, durch den Nasdaq, der gleich vom Opening weg eigentlich Abgabedruck gesehen hat und sich über den gesamten Tag gestern nur Geld präsentiert hat. Also das heißt, kontinuierlich Abgabedruck gesehen hat. Und wie gesagt, also dieser initial bullische Push, den ich auch, ich denke, auch gerechtfertigt eigentlich als wirklich long interpretiert habe, der hat gestern eben dann Gegenwind gesehen und wurde eben nicht mehr durch den, oder nein, anders formuliert. Wir haben die gesamte Aufwärtsbewegung schon bereits eigentlich auch hier na, Mittwoch war es, haben wir nicht getragen gesehen vom breiten Markt, wie auch die letzten Wochen eigentlich. Das Konsolidieren hier auf hohen Niveaus, im Nasdaq in dem Fall ganz besonders, war oder gelang dank der sehr starken Vorstellung von Apple.
Apple hatte ja neue Allzeithochs markiert, fortwährend, und hatte sich komplett eigentlich diesen sehr durchwachsenen Vorgaben im gesamten Growth-Sektor eigentlich, anziehende Inflationsdruck, der sich herauskristallisiert und dergleichen, hatte sich dem komplett entzogen gehabt, zog hier einsam seine Kreise auf der Oberseite und hat durch sein massives Gewicht natürlich, welches die Aktie im S&P hat, beziehungsweise auch dann, also ausgehend von seiner Marktkapitalisierung, das wertvollste Unternehmen der Welt zu sein, fast 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung zu haben, hat dann einfach in diesem Zusammenhang hier, ich glaube, hier kann man das vielleicht nochmal ein bisschen besser erkennen sogar, hat eben den Markt im übertragenen Sinne alleine getragen. So könnte man, glaube ich, das ganz gut zusammenfassen. Und gestern hat es dann eben mal einen relativ scharfen Push auf der Unterseite gesehen. Also wir sind zwar hier relativ solide in den Tag gestartet mit einem starken Opening Drive, der uns kurzzeitig nochmal in Richtung der 180 und der Allzeithochs geführt hat. Nur rollten wir dann eben entsprechend über und haben hier über den Tag hinweg, man kann es erkennen, dann von 180 im Tief wurden wir gehandelt bei rund 170, also 10 Dollar hatten wir verloren. Das sind Abschläge in der Größenordnung von 5%. Jetzt wird man sich sagen, naja, ist das so aussagekräftig, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir hier von Marktkapitalisierungsniveaus irgendwo im Bereich um 2,9 Billionen kommen, dann kann man davon ja mal 5% ausrechnen und dann hat man ungefähr eine Vorstellung davon, was das für eine Kapitalvernichtung, hört sich so dramatisch an, aber was das für ein massiver Abgabedruck ist, der in solch einer schweren Aktie dann eben auf den Weg gebracht wird. Und wenn dann die Unterstützung von der Big Mama, möchte man fast sagen, von Apple nicht mehr gegeben ist, dann geht der ganze Markt in Anführungsstrichen baden. Ja, so möchte man das vielleicht relativ plump zusammenfassen, aber ich glaube, so kann man das ganz gut einfangen, was wir gestern zu sehen bekommen haben. Und das ist eben genau das, was gestern passiert ist. Das ist genau das Problem, wenn du eben diese Rallye im breiten Markt nicht getragen siehst durch den breiten Markt, sondern eben nur durch schwere Einzeltitel, wie beispielsweise eben Apple, beziehungsweise dann hauptsächlich das sogenannte Fangman-Kartell, so möchte man es vielleicht zusammenfassen. So, sorgt das jetzt in irgendeiner Form für eine grundsätzliche Eintrübung des Bildes? Wie gesagt, da müssen wir abwarten. Das müssen wir mal schauen, wie sich heute der Markt darstellt. Wenn wir aus diesem Kanal, der sich hier rauskristallisiert hat, wenn wir unter die 170 brechen sollten in Apple, dann haben wir tiefes Korrekturpotenzial und dann wird sich der Markt auch hier, also der S&P ganz besonders, der Nasdaq und folgerichtig dann auch entsprechend beispielsweise der DAX, wird sich diesem Abgabedruck nicht entziehen können. Und dann ist diese potenzielle Jahresendrallye ganz klar erstmal ad acta zu legen. Ich glaube, dann ist es das gewesen, dann wird es hier ein, naja, tristes Weihnachtsfest wird es nicht werden, aber es ist zumindest dann erstmal nicht davon auszugehen, dass eben beispielsweise der S&P hier sich aufmacht in Gefilde, die ich gestern skizziert hatte, auf diese starke Reaktion auf die Fed, auf diesen eigentlich restriktiven geldpolitischen Kurs, dass wir uns hier aufmachen Richtung 4.900 Punkte und dann in den kommenden anderthalb Monaten, vielleicht zu Beginn des kommenden Jahres, das 5.000er-Level eben anlaufen, sondern dann sollten wir eher damit rechnen, dass wir nochmal hier in Richtung der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung laufen, in dem Fall im S&P. Aber auch da muss man das mal so ein bisschen, ich glaube, in Relation setzen, von was wir hier sprechen. Also diese Korrektur gestern in der Größenordnung von roundabout 1,5% oder auch dieser Drop im Nasdaq von etwa 2%. Also wir haben immer noch einen Großteil unserer Höchststände in Sichtweite, beziehungsweise handeln immer noch in Schlagdistanz zu den Allzeithochs und haben einen Großteil der Jahresgewinne bis dahin verteidigen können. Trotz dieses geldpolitisch restriktiveren Kurses. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich da jetzt wirklich ein bärisches Szenario skizzieren würde oder beziehungsweise ob ich das jetzt irgendwie als dramatisch erachten würde, selbst wenn wir es jetzt nicht schaffen würden, diese Rallye in den Jahresschluss hinein aufzusetzen. Wirklich unangenehm würde es tatsächlich erst mit einem Bruch unter 4.500 Punkte. Das entspräche dann auch ungefähr, nicht ziemlich genau sogar, eigentlich einem Unterschreiten hier der Dezember-Tiefs. Ich muss allerdings gestehen, so bearish bin ich dann tatsächlich erstmal nicht. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, weil Volatilität auch in den letzten Handelstagen des Jahres dann mit Sicherheit, da sie rar sein wird, an der Stelle willkommen geheißen würde, meinerseits. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, dass ich diese aktuelle Entwicklung hier vielleicht besonders dann ad acta legen würde und eher eine Bullishness sehen würde, wenn dann auch ergänzend dieser zweite potenzielle
Deckel, den wir aktuell über den Markt sich legen sehen, nämlich der Optionsverfall und die 4700er Marke, wenn die dann geliftet wird. Also allerspätestens zu Beginn der kommenden Woche. Wie wir uns heute präsentieren, warten wir einfach mal ab. Wir behandeln 40 Punkte unterhalb der 4,7, also durchaus denkbar, auch hier, dass da eine Bullishness reinkommt, die uns nicht zwangsläufig über die 4,7 zurückführt, aber dennoch übergeordnet für eine Stabilisierung sorgt, dass wir vielleicht dann hier in dieser Range zwischen 4,650 bis 4,7 pendeln. Verhältnismäßig volatilen Wochenausklang vielleicht zu sehen bekommen. Und dann, besonders wenn wir hier knapp unterhalb, vielleicht sogar der 4,7 schließen, dass das dann vielleicht dann auch der Wink mit dem Zaunfall dahingehend ist, dass wir zum Wochenbeginn kommenden Woche, dass wir dann eben entsprechend hier die Rückeroberung der 4,7 erwarten sollten, dass das vielleicht dann doch noch so eine kleine verhaltene Rallye eben auf der Oberseite gibt. Ja, aber aktuell ist das im Großen und Ganzen, so muss man es vielleicht zusammenfassen, so eine Art Stochern im Dunkeln. Also so wirklich sicher in Anführungsstrichen oder einen klaren Bias habe ich an der Stelle nicht. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, besonders vor dem Hintergrund der gestern relativ starken Zahlen im Einzeltitelbereich FedEx, dass FedEx hier eventuell Potenzial hat, nochmal bullisch in den Jahresausklang zu performen. Und vielleicht dann auch hier dieses Gap Down tatsächlich aufzuholen. Wir hatten eine Guidance auf der Unterseite, der eine oder andere sich vielleicht daran, wir hatten das vor einem Quartal oder vor 3 Monaten im Roundabout, hatten wir das zum Thema gemacht hier. Da hatten wir in diesem Zusammenhang erwähnt gehabt, dass eben die derzeitigen Supply Chain Issues zum Beispiel, also das heißt Lieferengpässe, beziehungsweise auch die gesamte Infrastruktur, die da im Hintergrund eben aktiv ist, Fachkräftemangel und dergleichen, das hat eben dazu geführt, dass es da eine Guidance auf der Unterseite von FedEx gab. Das hat man gestern revidiert. Also man hat hier gestern tatsächlich FedEx reports higher Q2 operating income, also Einkommen aus dem operativen Geschäft, lag höher als von der Wall Street erwartet. Gewinn pro Aktie $4.83 gegen $4.26 erwartet. Full Year CapEx hat man bei immer noch 7,2 Milliarden gegen 7,18 Milliarden erwartet gesehen. Und ich habe hier schon mal eine Note mir gemacht. Ergänzend dazu hat FedEx ein 5 Milliarden US-Dollar umfassendes Aktienrückkaufprogramm verkündet. Das ist deswegen relevant, weil FedEx eine Marktkapitalisierung hat von hier rund 63 Milliarden. 5 Milliarden entspricht nicht ganz 10%, aber mehr als 5%. Das ist nicht wenig. Also wenn du ein Aktienrückkaufprogramm in der Größenordnung von 5-10% der Marktkapitalisierung verkündest, dann ist das grundsätzlich eigentlich bullischer Treiber. Also das wird vom Markt grundsätzlich eigentlich eher positiv wahrgenommen an dieser Stelle. Also das ist, naja, wie gesagt, 5-10% eben der Marktkapitalisierung. Und zudem hat man eben den vor Q3, also dieses Gap-Down, was wir dort zu sehen bekommen haben, und was diesen Flush-Out auf der Unterseite nach sich gezogen hat, haben wir diesen reinstated. Also das heißt, man hat diesen zunächst gelowert, diese gelowerte Guidance, also die nach unten revidierte Guidance, hat man entsprechend wieder angepasst. Das ist in Summe, summa summarum, einfach ein positives Signal. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wir haben gestern schon nachbörslich auch sehr positiv präsentiert. Also wir sahen hier ein relativ scharfes Gap auf der Oberseite. Zurück über 2,50. Ja, das waren vom Schlusskurs 2,38 waren das Aufschläge von einer Größenordnung von 10%. Aber jetzt kommt das große Aber bei dieser ganzen Geschichte. Also wir sind dann zwar übergerollt, wir haben da auch eine potenzielle Inflection um 2,50 als psychologische Unterstützung, aber was ich aktuell überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist ehrlich gesagt, dass da in der Vorbörse fast nichts passiert. Ich will jetzt mal ganz kurz hier updaten, vielleicht hat sich der aufgehangen. Nee, da ist nichts passiert. Also das ist ein ganz dünnes Treiben, ehrlich gesagt. Also FedEx hier, man sieht gestern Earnings, starke Earnings, Handel um 2,50, das ist jetzt der Pre-Market-Screener von MarketWatch, da sind aktuell 962 Stücke gehandelt worden. Also nix, um es mal nett zu formulieren. Nix. Also Novavax hat hier offensichtlich wieder sehr stark vorbörsliche Aktivität mit fast 14.000 Stücken, die gehandelt werden. Die handelt jetzt um $200 wieder, die Aktie. Keine New, also zumindest keine, von der ich aktuell wüsste, was da über den Ticker gelaufen ist. Das ist natürlich ein Impfstoffhersteller, also irgendwelche News hier rund um Impfstoffe, die werden aktuell sowieso gespielt und sorgen für Aktivität. Aber bei FedEx würde ich einfach mehr Aktivität erwarten. Also das ist jetzt nicht der liquideste Titel, aber da werden im Schnitt dennoch
knapp 3 Millionen Stücke gehandelt und auf so ein Earnings-Release überhaupt keine vorbörsliche Aktivität zu sehen, das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Also grundsätzlich ein Kandidat von der Long-Seite für mich. Besonders, wie gesagt, wenn wir die 2,50 halten können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die 2,55 erreichen. Vielleicht auch für ein Rug-Pull-Play in Anführungsstrichen ganz interessant. Ich hatte in diesem Zusammenhang ja in der Discord-Community, ich zeig das mal ganz kurz hier, hatte ich ja da stelle ich immer die Tutorials ein. Da kann man hier sehen, das ist das letzte nicht ganz perfektes Earnings Play. Das war auf ChargePoint. Das kann man sich nochmal anschauen. Das hatte ich in meinem YouTube-Kanal hochgeladen gehabt. Die Technik oder die Überlegung, die dahinter steckt, die basiert übrigens auf etwas, das hatten wir vorher hier bei Lucid zum Beispiel zum Thema gemacht. Könnte man mal schauen, ob sich das vielleicht heute wieder ergibt. Ich gebe mal ganz kurz hier den Link übrigens zu der Discord-Community. Einen Moment. So. Neuen Link generieren, kopieren. So. Stell dir mal ganz kurz ein. Also, da könnte man dann überlegen zum Beispiel, sollte es zu einem Flush unter die 2,50 kommen und man an dem Bereich 2,47, vielleicht 2,45 hier versucht long zu handeln. Das ist der Bereich um die gestrigen Tageshochs übrigens auch. Deswegen in Ergänzung hier zum Umstand, dass die ATR bei der Aktie bei uns ungefähr 5 Dollar liegt. Etwas mehr, glaube ich. 5 Dollar, ich guck mal ganz kurz, 5,36 Dollar. Also es hieße, wenn wir um 2,50 reinkämen und diesen Flush dann zu sehen bekommen, würde ein Test hier, der 2,45 ungefähr einer ATR vom Opening in starke Earnings implizieren und könnte dann in Verbindung mit dem gestrigen Tageshoch vielleicht eine Möglichkeit sein, sich long zu positionieren in der Erwartung, dass es mindestens zu einem Bounce zurück in Richtung 2,50 kommt. Das wäre eine Überlegung, aber wie gesagt, was mich aktuell wirklich stört, ist einfach, dass wir hier nichts in der Vorbörse gehandelt sehen. Also die Seite, die updatet sich nicht automatisch, das heißt, man muss die selber updaten, aber es wird nicht mehr. Ja, also 962 Stücke ist einfach echt wenig. So, ein anderer Kandidat, der da interessant sein könnte heute, gucken wir mal ganz kurz. Passiert aber auch nichts. Okay, könnte Rivian sein. Das mal ganz kurz hier ein. Rivian hat enttäuscht. Oh, das ist interessant. Also Rivian hier offensichtlich mit einem Gapdown von 10%, 95.000 Stücke. Warum der jetzt allerdings hier nicht auftaucht im Pre-Market Screener? Oder ich sehe den nicht. Nö. Okay. Na gut, das ist interessant. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der dann auch entsprechend auftaucht, vor allem, weil das eben dann einer der Kandidaten ist hier, der offensichtlich ein entsprechendes Gap Down sieht. Erstaunlich. Na gut. Also, dann, wenn es hier nicht auftaucht, wir machen sie morgen mit zum Thema. Also, wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Also, Rivian hat gestern hat ja einen massiven Lauf gesehen. Das war ja der Electric Vehicle Hype, besonders hier, als man an die Börse ging. Und in dem Zusammenhang hier dann auch mit Tesla diesen Run in Richtung der 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung gesehen hat. Also, wir sagen, ich gehe mal ganz kurz hier auf Tesla, die im gleichen Segment tätig sind, sah man ja hier durch die Earnings und die Ankündigung von Hertz eben 100.000 Tesla in die Fahrzeugflotte aufzunehmen, die dann verliehen werden sollen und so weiter, hat man eben entsprechend hier diesen Run gesehen, diesen Hype, der uns kurz zuvor schon bereits eben hier Richtung 1.200 US-Dollar die Aktie geführt hat. Jetzt korrigieren wir, haben auch gestern dann in diesem Gesamtumfeld Abschläge gesehen, also von rund 1.000 Dollar haben wir uns eher wieder auf der Unterseite abgestoßen, sind sogar jetzt nochmal auf tiefere Tiefs gefallen, laufen aber jetzt langsam, aber sicher in Gefilde, die dann auch übergeordnet längerfristig interessant werden, hier um 900 Dollar die Aktie ungefähr. Also das ist diese blaufarbene Trendlinie, die da von Interesse wird. Und in diesem Hype, der hier eben stattgefunden hat um Tesla, ist Rivian eben an die Börse gegangen. Und zwar hier, man kann es da sehen, ja, das hatten wir auch kurz, wir haben uns in den Senior gemacht, am 10. November und hat dann einen Wertkernkursanstieg gesehen. Also die Aktie kam zu 90 Dollar, kam die aufs Parkett, in Anführungsstrichen, das war der Opening-Preis und hat sich dann innerhalb hier von einer Woche hat die sich verdoppelt gehabt. Absurdeste Bewertungsniveaus vor dem Hintergrund, dass da eigentlich gar keine Autos produziert werden, bis hierhin jedenfalls. Und jetzt pendelt sich die Aktie auf fairere Bewertungsniveaus ein. Hatte also initial davon profitiert und fairere Bewertungsniveaus in dem Falle sind sogar Notierungen deutlich unterhalb von 100 Dollar. Eventuell, also ich habe jetzt gesehen, da gibt es Fundamentalisten, wollte ich schon sagen, Analysten, die haben hier
eine faires Bewertungsniveau ausgehend von ihren Berechnungen um $78 ungefähr, die Aktie. Also wie auch immer geartet, das, was gestern über den Ticker gelaufen ist, ist einfach nicht gut gewesen, um es mal nett zu formulieren. Also man hat hier für 2021 eben die Produktion von den Elektromobilen eben reduziert, von einem SUV und dergleichen, was da in Aussicht gestellt worden ist. Was man hier sagt, gar nicht gut für eine wachstumsorientierte Firma. Rivian said it expects to fall a few hundred vehicles short of its 2021 production target of 1,200 vehicles. Also man geht davon aus, dass man ein paar 100 Fahrzeuge weniger als ursprünglich von 1200 zu erwartenden produzierten Fahrzeugen eben produzieren wird können. Hier ist der Fokus wieder auf den Supply Chain Issues, also das heißt, man hat Lieferengpässe an dieser Stelle für zu verarbeitende in Anführungsstrichen Rohstoffe an dieser Stelle. Auch ganz wichtig hier, as well as challenges ramping up production of the complex batteries that power the vehicles. Also man hat hier, und das ist etwas, das hatte ich ja im Hinblick-Beispiel also auf Tesla, und das Alleinstellungsmerkmal, das, was an Research und was an Vorteil einfach Tesla schon hat, jetzt gegenüber der Konkurrenz, also das bezieht sich nicht nur auf Rivian, sondern das bezieht sich auch auf den europäischen Markt, das bezieht sich auf Volkswagen, das bezieht sich auf US-amerikanische Elektromobilität wie GM oder Ford beispielsweise. Man hat hier einfach einen extrem großen Vorsprung im Hinblick auf eben die Batterietechnologie, die es da benötigt, um die Fahrzeuge auch entsprechend mit der jeweiligen Reichweite auszustatten und sie überhaupt erstmal fahrbar zu machen. Und das ist ein ganz klarer Verweis hier seitens Rivian gestern in diesem Earnings Call, der da stattgefunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn, echt eher durchwachsen, was da gestern kommuniziert worden ist. Und wir sehen es dann auch, ich gehe mal ganz kurz hier in die Vorbörse, wir sehen dann auch entsprechend dieses Gap Down und der Drop unter die 100er Marke, die dürfte für heute wahrscheinlich auch Widerstand sein, beziehungsweise eine Art Inflection. Also aktuell, ich habe in meinem Gameplan bis gerade eben, habe ich die 98, vielleicht passe ich den nochmal an, als Inflection. Aber auf jeden Fall die psychologisch wichtige 100er Region, die dürfte hier eine Rolle spielen. Wenn wir es nicht schaffen, die zurückzuerobern, im übergeordneten Umfeld, wenn der Markt eher short bleibt, eher Abgabedruck sieht, dann könnte Rivian hier nochmal einen schärferen Push auf der Unterseite sehen. Und ich will nicht sagen, ein Ausverkauf droht dann, aber zumindest mal besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass wir die nachbörslich markierten Tiefs um 96 anlaufen und sogar unterschreiten. Da könnte sogar sein, dass wir die 94 oder die 92er Region vielleicht sogar dann im Laufe des Tages anlaufen. Also das könnte ein durchaus interessanter Kandidat sein. Hier für ein Shortplay sollte sich der übergeordnete Markt eben weiter schwach präsentieren und ausgehend von den Earnings gestern. Ja, also wir haben es gerade auch gesehen, Pre-Market Screener, wie gesagt, FedEx ist jetzt hier nicht unbedingt der aktivste Titel, Rivian hingegen mit aktuell schon bereits 100.000 gehandelten Stücken wesentlich aktiver. Da gehen allerdings auch durchschnittlich mehr Stücke um, also zumindest im ersten Handelsmonat jetzt sind da durchschnittlich 32 Millionen Stücke gehandelt worden, aber die Aktie, die dürfte auf jeden Fall für heute potenziell heiß sein, so viel scheint da festzustellen. So, das also zu Rivian. Wir haben Devisen, hatten wir, die EZB, wir hatten die FED, wir hatten Equities, wir hatten DAX, wir hatten Nasdaq, wir hatten den S&P, wir hatten Gold. Was wir noch nicht hatten, war Bitcoin. Beziehungsweise auch dann gleich ein Blick auf Ethereum. Also Bitcoin hat sich das Bild jetzt erstmal unwesentlich verändert. Da können wir es hier erkennen, Abgabedruck, wir sehen weiter diese Abwärtssequenz. Auch aktuell eher ein Orientieren nochmal in Richtung vielleicht auch dieser Übertreibungstiefs. Die sind hier nicht drin, aber wir können mal ganz kurz ja in den übergeordneten Chart gehen. So. Hier ist einmal der Daily. So, da ist dieses Übertreibungstief gewesen nach dem Break. Und also es gelingt weiterhin erstmal nicht jetzt, hier die 52.000er Region zurückzuerobern. Sollte es nochmal zu einem Push unter dann hier die 46 ungefähr kommen, wäre denkbar, dass wir in den kommenden Tagen dann doch nochmal diesen Bereich um 42 und diese Flush-Out-Tiefs eben tatsächlich anlaufen. Wie gesagt, was mich ein bisschen stört, ist ehrlich gesagt die Gesamtkonstellation, die sich jetzt hier im Bitcoin herauskristallisiert. Also wirklich stark sieht das nicht aus. Am wahrscheinlichsten scheint mir jetzt hier eher ein volatiles Pendeln, welches wir zu sehen bekommen, sofern wir es schaffen, uns oberhalb von 40.000 US-Dollar eben zu stabilisieren. Interessanter ist dann die Konstellation, die wir in Ethereum einfach sehen. Einfach deswegen, weil wir immer noch relativ stark sind und weil wir uns
Das ist dann hier dieses potenziell steigende Dreieck, was sich herauskristallisiert, wo wir uns im Bereich dieser unteren Aufwärtstrendkanal, nicht Aufwärtstrendkanalbegrenzung, dieser Trendlinie hier in der Lage sind zu stabilisieren, weiterhin. Also wir stoßen uns derzeit nicht ab. Wir sehen auch heute, man kann es ja hier erkennen, wo haben wir es? Aktuell minus 2% ungefähr, minus 2,5% für den heutigen Tag. Also ist noch verhalten, ehrlich gesagt, für eine derart volatile Asset-Klasse, wie Kryptos es nun mal sind. Aber dieser Bereich hier, der ist halt deswegen so brisant, weil er eben charttechnisch unglaublich attraktiv für Long-Engagements eben sich anbietet. Denn wir haben ein klares Level, gegen das wir riskieren. Ich weiß, wann ich falsch bin auf solch einen Trade. Und deswegen finde ich diesen Bereich hier so interessant, wenn ich mich long gegen diese Region positioniere. Ich weiß einfach, dass ein Break unter die 3650 hier, allerspätestens unterhalb dieser Flash-Out-Tiefs 3500, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich sogar noch 100, $150 höher gehen hier, diesen Bereich. Da weiß ich einfach, dass ich falsch bin. Während ich auf der Oberseite ein relativ klares Ziel habe, was ich einfach anvisiere. Ich weiß, ich gehe mit einem Abstoßen hier gegen diese Trendlinie und entsprechender bullischen Dynamik, die ich dann erwarten würde, auf die Allzeithochs. 4830, 5000 vielleicht sogar aus psychologischer Perspektive, die ich da anvisiere. Das bedeutet, ich visiere auf der Oberseite Chance an in der Größenordnung um 1000, $1200, wenn ich auf der Unterseite mit einem Risiko hier in der Trade komme von etwa $200. Also CRV-technisch, glaube ich, ist das eine sehr attraktive Konstellation einfach, die wir hier vorfinden. Und also ehrlich gesagt, auch wenn das Bild sich alles in allem anders darstellt, aber man schaut sich einfach mal an, was wir hier zu sehen bekommen haben. Also eine ähnliche Konstellation, das ist jetzt nicht ganz stimmig, aber man schaut sich einfach das Verhalten gegen diese Trendlinie, die sich da herausgebildet hat, an. Also wir haben in diesem Zusammenhang hier ein Aufsetzen, eine Auflage. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, uns zunächst abzustoßen und dann, nachdem wir uns abgestoßen haben, haben wir recht zügig bullisches Momentum aufgenommen, die alten Hochs angelaufen. Und diese Konstellation hier, irgendwie erinnert mich dieses Muster, was ich hier zeige gerade, an dieses Muster. Und auch damals war es so, als wir uns gegen diesen Bereich um, das war 2,7, ja 2,650, 2,7 so ungefähr hier in der Lage waren zu stabilisieren. Du weißt einfach unterhalb dieses Levels, dass du falsch bist und gehst auf der Oberseite aber mindestens auf die zuvor im September ausgebildeten Hochs um $4000, beziehungsweise darüber vielleicht sogar auf neue Allzeithochs, die dann auch markiert worden sind hier. Und wie gesagt, das ist durchaus eine Konstellation, die ich ganz interessant finde. Also wie gesagt, das ist, ich weiß relativ zügig, wo ich falsch bin gegen dieses Level, sofern wir hier die 3,6 eben tatsächlich brechen. Fertig. Ja. Also das heißt, rein technisch die Konstellation finde ich die ganz interessant. Auch wenn das derzeit nicht unbedingt nach Stärke aussieht, aber nichtsdestotrotz, besonders jetzt gerade, nicht besonders stark aussieht, wir sind auch in einer ganz klaren Abwärtssequenz weiter. Das kann man hier auf der Stunde erkennen. Fallende Hochs, die sich ausgebildet haben. Aber nochmal, du weißt einfach, bei einem Drop unter dieses Level hier, diese ausgebildeten Wochentiefs sind es an der Stelle tatsächlich, das ist die Handelswoche. Du weißt einfach, unterhalb von 3,650, dann würdest du falsch sein, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal einen tieferen Drop sehen, der uns in Richtung hier der 3300er Region, dieser Flush-Out-Tiefs führt, ist verhältnismäßig hoch. Und dann, wie gesagt, Ziel auf der Oberseite, klar, dieser Break, dieser Abwärtstrend hier. So, das wäre es im Großen und Ganzen dann auch zu den Kryptos gewesen. Also Gold, Silber hatten wir, Bitcoin. Gibt es irgendwelche Fragen? Gibt es irgendwelche Märkte, die ich noch beleuchten sollte, wo ich noch einen Blick drauf werfen sollte, die vielleicht von Interesse sind? Guck mal ganz kurz hier. Nee. Das sieht eher danach aus, als wenn wir größtenteils tatsächlich dann soweit für die Woche durch sind. Erst einmal. Ja. Dann würde ich an der Stelle tatsächlich sagen, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt
ein gutes Wochenende, ein erholsames Wochenende. Wenn ihr jetzt zurückkommt zu dem Video, den Kanal abonnieren wollt, abonniert gerne den Kanal natürlich. Lasst gerne ein Like hier. Wie gesagt, Kommentare, Fragen, falls die jetzt im Nachgang kommen, stellt ihr jederzeit gerne unterhalb dieses Videos oder wie gesagt dann auch in der Discord-Community oder eben über Twitter oder in der Trading-Chatbox bei mir auf der Webseite. Ich würde mich freuen, dort von euch zu lesen, eure Fragen beantworten zu dürfen. Und so, was noch? Ja, happy trading. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Also, passt auf die Stops auf, im Wochenschluss hinein. Wie gesagt, habt FedEx, besonders vielleicht Rivian auf dem Schirm. Es könnte ein bisschen volatiler werden nach den Earnings gestern, nachbörslich. Und wir schauen uns dann am Montag wieder, guck mal ganz kurz, 20. ist dann, am 20. Dezember 2021, das Morning Meeting an. Wir schauen uns in dem Zusammenhang, schauen wir uns natürlich den Verfall an heute, wie wir uns dann in Relation zur 4700er Marke zum S&P präsentieren. Und so bei meinerseits. Also, happy trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.